Heute sprechen wir über den Donnerrock, im Englischen Sundarook, in Call of Dragons Season 2, über seine Fähigkeiten, was ihr beachten solltet, wie ihr ihn am besten meistern könnt und alles anhand eines Live-Kampfes. Bis gleich! Hallo, mein Name ist Moria. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sprechen jetzt über den Donnerrock, über seine Fähigkeiten. Die Beschreibung hier ist nicht ganz an Season 2 angepasst, aber ich werde die Änderungen mit dazu erwähnen, weil in Season 2 haben alle Ungeheuer noch weitere Fähigkeiten bekommen. Sprechen wir über die erste Fähigkeit. Das ist die elektrische Explosion. Der Donnerrock kreist in der Luft herum und schockt dann drei zufällige feindliche Legionen. Nach 10 Sekunden treffen Blitze die betroffenen Legionen und fügen allen Legionen in der Nähe Magiefähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 500. Falls sich betroffene Legionen im Wasser befinden, wird elektrostatische Entladung ausgelöst. Hier ist eine Änderung. Anstatt drei zufällige feindliche Legionen werden 6 Legionen markiert. Die sollten dann in die Mitte laufen, denn wenn sie im Wasser bleiben, dann töten sie ihre Kameraden. Nachdem alle Mana-Steine eingesammelt wurden, fällt der Donnerrock in die Mitte seines Verstecks und ist für kurze Zeit betäubt. Der lässt ja 4 Mana-Steine frei. Und die sollten so schnell wie möglich eingesammelt werden. Man braucht, glaube ich, 8 Spieler, um einen Mana-Stein zu aktivieren. Auch hier haben wir wieder 8 Minuten Zeit. Verstreicht die Zeit von 8 Minuten, dann werden alle Legionen getötet. Der Flügelhieb. Der Donnerrock schlägt mit seinen mächtigen Flügeln und fügt allen Legionen in einem Bogen vor sich Magiefähigkeit Schaden zu, Schadensfaktor 300. Das ist eine stinknormale Attacke von ihm. Auch diese hier, fantastischer Hieb. Der Donnerrock schüttelt seine Flügel und fügt allen umliegenden Legionen Magiefähigkeit Schaden zu, Schadensfaktor 500. Zusammenbrauender Sturm. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit entfesselt der Donnerrock einen mächtigen Blitzschlag, der allen umliegenden Legionen Magiefähigkeitsschaden zufügt. Schadensfaktor 1000. Falls sich der Donnerrock im Wasser befindet, wird er elektrostatische Entladung auf das Wasser. Nächste. Elektrostatische Entladung. Der Donnerrock fügt allen feindlichen Legionen in dem Wasser, in dem er sich befindet, Magiefähigkeitsschaden zu, 40% der maximalen Anzahl der Einheiten der Legion, und verringert das Marschtempo der Legion, denen Schaden zugefügt wurden. Er schießt ja ab und zu so Blitzkugeln aufs Wasser, und wenn man sich darin befindet, bekommt man Magiefähigkeitsschaden, 40% der maximalen Anzahl der Einheiten der Legion. Man sollte schnellstmöglich, wenn man sieht, dass er eine Blitzkugel feuert, dann aus dem Wasser rausgehen. Am besten in die gegengesetzte Richtung. Sturmkäfig. Der Donnerrock schleudert Kugelblitze auf 2 Gewässer zu. Die Blitze machen die Gewässer unzugänglich, was das Marschtempo aller dort befindlichen Legionen verringert und ihnen für 20 Sekunden jede Sekunde kontinuierlich Magiefähigkeit Schaden zufügt. 4% der maximalen Anzahl der Einheiten der Legion. Das, wie ich schon erwähnt habe, diese Kugelblitze, die er aufs Wasser schießt. Zersprengen. Der Donnerrock erhebt sich in die Lüfte, bevor er sich im Sturzflug den Boden stürzt und alle Legionen bei der Landung
an die Ränder seines Verstecks in die Luft schleudert. Ja, und wenn er das macht, solltet ihr möglichst in der gegengesetzten Richtung von den Gewässern sein, die gerade Blitze aktiviert worden sind. Weil er sonst dann da reinfliegt und dann bekommt er erheblichen Schaden. Und wenn er dann runtergestürzt ist, werden 4 Mana-Steine gespawnt, die er dann schnellstmöglich einsammeln sollte. Der Donnerrock gebietet allen Legionen mit seinen mächtigen Flügeln Einhalt und fliegt dann in die Luft empor. Gleichzeitig produzieren alle Gewässer einen Mana-Stein in der Luft. Kann der Donnerrock anvisiert werden, sammle die... Oh, das ist aber schlecht übersetzt. Das ist ganz einfach. Wenn er, wie ich schon erwähnt habe, nach unten stürzt, dann spawnen Mana-Steine. Er ist immun gegen alle Angriffe. Und ihr solltet ihn dann so schnell wie möglich die Mana-Steine einsammeln. Wenn ihr das getan habt, ist er dann für kurze Zeit benommen. So, dann würde ich sagen, wechseln wir doch gerade mal zum Live-Kampf. Da erkläre ich euch das dann direkt im Beispiel. So. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir 2 Teams, ein Tank. Ein Tank ist völlig ausreichend. Und jedes Team versucht dann einen Mana-Stein einzusammeln. 4 Stück sind es, so sollte es recht zügig passieren. So, der Kampf startet jetzt. Jetzt heißt erstmal viel Schaden machen beim Rock. Und das sind alles Standardattacken. So, jetzt seht ihr, dass da so ein roter Kreis auftaucht. Den solltet ihr meiden. Den solltet ihr am besten verlassen. Außer der Tank, der muss nicht unbedingt, weil der hält ja einiges mehr aus. Und ansonsten bekommt er nicht so viel Schaden. So, jetzt hat der Tank die Aggro verloren, weil jemand zu viel Schaden gemacht hat. Boah, ist recht easy. Wie ihr sehen könnt, jetzt schwingt er seine Flügel und schubst jeden weg und dann spawnen die Mana-Steine. So, wie ihr sehen könnt, ganze 4 Stück. Jetzt heißt es, diese 4 so schnell wie möglich einsammeln. Pro Mana-Stein braucht ihr 8 Legionen. I shall take great care. So, jetzt schießt der Blitzkugeln einmal nördlich, einmal östlich. Und diese Bereiche solltet ihr schnell verlassen, diese 2 Gewässer. Ansonsten bekommt ihr auch viel Schaden. Und müsst so schnell wie möglich raus. Jetzt sind 6 Spieler markiert worden. Wo ich eingangs erwähnt habe, in der Beschreibung steht 3, aber bei Season 2 sind es 6 Legionen, die markiert werden. Diese sollten so schnell wie möglich in die Mitte, damit sie keine Mitspieler töten. So. Schnell die Mana-Steine einsammeln. 2 Stück wurden erledigt. Jetzt kann man zu den anderen Mana-Steinen flitzen. Gleich wieder Donnerrock. Südlich und westlich noch eine Blitzkugel schießen. Wie sie hier gilt, den Bereich verlassen. So, nachdem alle Mana-Steine eingesammelt worden sind, ist er dann betäubt. Dann könnt ihr ziemlich viel Schaden fahren. Hier haben wieder welche nicht beachtet, dass sie markiert wurden und sind nicht in die Mitte rein. Somit haben sie ein paar Mitspieler getötet. Den Fehler hätte man vermeiden können. Jetzt wird erstmal ordentlich angegriffen. Alles aktivieren an Artefakten, was Schaden macht. Je mehr Schaden ihr hier erfahrt, umso besser.
umso kürzer ist der Kampf an sich. Jetzt beginnt das Ganze wieder von vorn. Er macht wieder seine normalen Attacken. Gleich kommt wieder der rote Kreis. In diesem Bereich gilt es zu verlassen. Ansonsten bekommt er zu viel Schaden. So. Jetzt schubst du gleich alle wieder weg. Die Mana-Steine sind wieder da. Jetzt gilt wieder so schnell wie möglich diese einzusammeln. Es sind nur wenige Punkte, die man eigentlich beachten sollte beim Donnerroch. Somit ist er eigentlich ein recht einfaches Ungeheuer. Es sind wieder 6 Leute markiert. Diese sollten in die Mitte, damit euren Mitspielern nichts passiert. 2 Stück sind noch übrig. Er macht wieder seine Kugelblitze. Und da sollte man schnell wie möglich aus dem Bereich raus. So. Es ist immer gleich im Endeffekt. Egal, wenn er jetzt nördlich und westlich zuerst nimmt, kommt später dann östlich und südlich dran mit den Donnerkugeln. Jetzt kann man wieder ordentlich Schaden fahren, er ist betäubt und für den Donnerroch war es das sozusagen. Bei Elite muss man noch was anderes beachten, wenn die Mana-Steine gespawnt sind. Wenn er zu lange braucht, heilt er sich extrem schnell wieder hoch. Deswegen solltet ihr als Team agieren und so schnell wie möglich die Mana-Steine einzusammeln, damit er nicht sich vollständig hochheilen kann. So, das war's von meiner Seite her und wir sehen uns das nächste Mal wieder.